Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einem Anschlag im Nordwesten Chinas sind heute 16 Menschen getötet worden. China kann sich also nicht als das ruhige, sichere Land präsentieren, das es so gerne sein möchte, trotz harter Repression nach innen. Unsere Tagesthemen. Hoffnungslos die Tibeter vor den Olympischen Spielen. Kompromisslos Wolfgang Clement und die SPD. Und perspektivlos, wohin steuert Südafrika? 4 Tage vor den Olympischen Spielen hat es heute im Nordwesten Chinas einen blutigen Anschlag gegeben, bei dem offenbar 16 Polizisten getötet wurden. Die Staatsmedien mutmaßen einen islamistischen Terrorhintergrund, aber das Ganze habe nichts mit Olympia zu tun, so heißt es. Während die Führung in Peking versucht, mit Versprechungen von harmonischen und stabilen Spielen weiterhin ein lächelndes Gesicht zu wahren, spürt man in der Hauptstadt die wachsende Unruhe. Polizisten und Soldaten überall, Demonstrationsverbote werden nochmals verschärft und alle Verdächtigen und Störenden aus Peking verbannt. Dazu gehören auch ganz normale Bürger, wie Christoph Lüttgert berichtet. Heute, unweit vom Platz des himmlischen Friedens, 20 aufgebrachte Pekinger Bürger protestieren dagegen, dass sie wegen Olympia ihr altes Viertel für luxuriöse Neubauten räumen mussten und nur schlecht entschädigt wurden. Wir haben nichts gegen die Spiele, aber dafür unsere Häuser abzureißen, das geht nun wirklich nicht. Das ist unfair. Was mit den 20 mutigen Menschen letztlich passierte, weiß man nicht. Das Ganze war jedenfalls ein peinlicher Vorfall. Peinlich für die chinesische Regierung, so dicht vor den Olympischen Spielen. Viel schlimmer jedoch, was heute über 4000 Kilometer entfernt in Kaschgar passierte. In der Unruheprovinz Xinjiang töteten 2 Attentäter 16 Polizisten mit Sprengsätzen und Messern. 16 andere Polizisten wurden verletzt. Die beiden Täter, Angehörige der uigurischen Minderheit, wurden festgenommen. Xinjiang im äußersten Nordwesten Chinas ist eine Region, in der die muslimischen Uiguren immer wieder gegen die chinesischen Machthaber aufbegehren. Sie fühlen sich religiös und politisch unterdrückt. In Peking reagierten die Olympia-Organisatoren prompt, versuchten zu beruhigen. Einzelheiten aus Kaschgar kenne ich nicht, aber für die chinesische Regierung und das Olympische Komitee steht die Sicherheit der Spiele in Peking an erster Stelle. Erst vor knapp 2 Wochen ein Anschlag in der südchinesischen Metropole Kunming. Bei Explosionen in 2 Bussen wurden dort 2 Menschen getötet und 14 verletzt. Ein paar Tage später drohte ein vermummter weitere Terroranschläge in China an. Indizien dafür, dass er irgendetwas mit dem Anschlag von heute zu tun hat, gibt es aber nicht. Nach dem Anschlag in Kaschgar wurden heute in der Olympiastadt Peking die Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr verschärft. Denn mehr Militär als in den letzten Wochen geht nicht. Mehr Abschreckung ist auch nicht möglich. Ähnlich wie die Minderheit der Uiguren kämpfen auch die Tibeter um mehr Eigenständigkeit. Nur haben die weder Granaten noch Bomben. Jedenfalls die tibetischen Mönche nicht. Seitdem hunderte Tibeter, darunter viele Mönche, im März dieses Jahres gegen die chinesische Besatzung ihrer Heimat auf die Straße gingen und dieser Protest blutig niedergeschlagen wurde, sitzen nicht wenige der Aufständischen im Gefängnis oder trauen sich kaum noch, gegen China das Wort zu erheben. So hat es unsere Korrespondentin Nicole Böhlhoff erlebt, als sie in eine der tibetischen Nachbarprovinzen reiste. Da Journalisten nicht direkt nach Tibet hinein dürfen, sprach sie mit Menschen aus Qinghai, einer Provinz, in der jeder 5. Einwohner Tibeter ist. Das berühmte Taer-Kloster. Nach den Unruhen in Tibet war es wochenlang von Militärpolizei umstellt. Jetzt ist die heilige Stätte wieder belagert von chinesischen Touristen. Alles beim Alten, könnte man meinen, doch noch immer starke Polizeipräsenz in der Klosteranlage. Dementsprechend traut sich keiner der Mönche, mit uns über Olympia zu sprechen. Die Angst vor Repressalien der chinesischen Staatsgewalt zu groß. 100 Kilometer weiter nördlich liegt auf dem tibetischen Hochplateau das Kunjung-Kloster. 140 Mönche leben hier. Auch sie probten im März den Aufstand.
Als wir versuchen, uns der Klosteranlage zu nähern, werden wir wenige Meter vor dem Eingang von einem Polizeiposten gestoppt. Uns wird der Zugang zum Kloster verwehrt. Polizisten in Zivil erklären uns, die Mönche seien im Urlaub, eine fadenscheinige Ausrede. Wir reisen weiter, gehen Westen, dicht an die tibetische Grenze. Unser Ziel, das Saraki-Kloster. Zwar wird auch diese Klosteranlage Tag und Nacht von der Polizei bewacht, doch als wir ankommen, schlafen die Wachposten. Nur deswegen können wir hier filmen. Auch diese Mönche hatten sich im März den Protesten angeschlossen. Seitdem habe sich die Unterdrückung noch verschlimmert. Viele Mönche flüchteten, so bleiben beim Gebet zahlreiche Plätze leer. Olympia für die Gläubigen hier nichts weiter als eine Farce. Ständig redet die chinesische Regierung von einer harmonischen Gesellschaft. Doch China missachtet die Menschenrechte und unterdrückt uns Tibeter mit Gewalt. China hat die Olympischen Spiele überhaupt nicht verdient. Auch die Dorfbewohner in den vielen kleinen tibetischen Ansiedlungen berichten von verschärften Kontrollen. Einige tibetische Glaubensfeste, die in die Zeit kurz vor Olympia fallen, wurden von der Provinzregierung verboten. Wohl aus Angst, dass sich zu viele Tibeter auf einmal versammeln könnten. So müssen die Dorfbewohner ihre religiösen Rituale vorerst allein in Hinterhöfen praktizieren. Dennoch lehnen sie Olympia nicht kategorisch ab. Ich werde mir Olympia im Fernsehen anschauen. Schließlich ist ein Teil von mir ja auch Chinese. Doch als Tibeter habe ich keine religiöse Freiheit. Ich wünschte so, der Dalai Lama könnte zu uns zurückkehren. Auf fast 4000 Metern Höhe siedeln nur noch wenige tibetische Nomaden. Fernab von der Zivilisation scheinen diese Tibeter sich hier sicher vor der chinesischen Staatsgewalt zu fühlen. Trotz des Verbots findet sich in fast jedem Zelt ein Bild des Dalai Lama. Von Olympia hat hier noch nie jemand etwas gehört. Wie heißt das? Was soll Olympia sein? Also, wir haben hier weder Telefon noch Fernsehen. Da kriegen wir nichts mit von dem Leben da draußen. Wir kümmern uns den ganzen Tag um unsere Schafe und Jagdkühe. In 4 Tagen wird das olympische Feuer in Peking entzündet. Doch bis in die tibetische Steppe hat sich das trotz der chinesischen Propaganda nicht herumgesprochen. Ja, während es in den entlegenen Provinzen offenbar weder Informationen über Olympia noch über mutmaßliche Terroranschläge gibt, gleicht die Hauptstadt dieses Riesenreiches mehr und mehr einer Festung. Wie sich die chinesischen Machthaber darin gerade selbst einmauern. Dazu der Kommentar von Jochen Grebert vom Norddeutschen Rundfunk. Zuerst der Aufstand in Tibet, dann die ungeklärten Attentate im Süden des Landes und heute der Anschlag in Kaschgar. Kein Zweifel, China ist unruhiger geworden und unsicherer, ausgerechnet jetzt, wenige Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele. Der Grund, sagt die chinesische Regierung, liege in der Natur der Spiele selbst. Ein derart herausragendes Weltereignis garantiere nun mal enorme Aufmerksamkeit, auch für Terroristen. Richtig, aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze gilt in Peking als Tabu, schon aus Staatsräson. Denn die Ursachen der Gewaltausbrüche sind hausgemacht. Im buddhistischen Tibet genauso wie im muslimischen Xinjiang. Beide Gebiete wurden erst unter Mao annektiert. Beide Volksgruppen, die Tibeter wie die Uiguren, wurden ihrer religiösen Freiheit weitgehend beraubt. Und beide Minderheiten wurden und werden politisch besonders brutal unterdrückt. Jetzt rächt sich der äußerst repressive Umgang mit den tibetischen und uigurischen Minderheiten. Und natürlich kalkulieren die Aufständischen in Tibet genauso wie die Terroristen in Xinjiang ganz bewusst, dass ihre Angriffe so kurz vor den Olympischen Spielen den Machthabern in Peking besonders wehtun. Und dieser Befund hat nichts mit einer auch nur klammheimlichen Sympathie für Gewalttäter und Terroristen zu tun. China, moralisch ohnehin schon angeschlagen durch den Tibet-Konflikt, muss nach den jüngsten Anschlägen sogar um den Ruf fürchten, als Diktatur wenigstens ein sicheres Gastgeberland zu sein.